Mein Sohn hat neulich zu mir, ich habe eine Saftkur gemacht. Und da hat mein Sohn, der sich auch Natur schön findet und den ganzen Tag, wir uns übrigens natürlich alle, der sagt, hab ich morgens den Saft gemacht und sagt, probier mal. Nee, ich will nicht. Das ist ein super geiler Saft, da ist nur Zeug drin, was du liebst. Heidelbeeren, da ist alles drin, was du gut findest. Probier. Ich will nicht. Probier's jetzt. Ich hab gesagt, wir haben die Verabredung. Einmal probieren und dann lässt es stehen. Ich möchte nicht. Ich sag, jetzt probier einmal. Es wurde so ein Kampf vor der Schule, ganz schlimm. Und dann habe ich so gesagt, einmal probieren, das kann ich. Es schmeckt toll. Es ist köstlich. Und dann hat er gesagt, ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, woher willst du das wissen? Du hast es nicht probiert. Und dann hat er gesagt, du machst es selber nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich liebe diesen Saft. Und dann habe ich getrunken. Dann hat er gesagt, und warum trinkst du es nicht das ganze Jahr? Dann ist er zur Schule gegangen. Seitdem möchte ich darüber nur bedingt sprechen. Warum trinkst du es nicht das ganze Jahr?